Hallo, hier ist wieder Kips Supernova mit einem weiteren Video. Nach langer, langer Pause werden wir uns wieder in der Welt der Science Fiction umsehen. Und ich habe vor ein paar Tagen mal angefangen, wieder die Avengers anzuschauen, also die Avengers-Filme, chronologisch sortiert natürlich. Bin gerade bei Iron Man 2 und ich bin ja ein riesengroßer Fan von den Guardians of the Galaxy, vor allem von Rocket Raccoon. Grüße gehen raus an den Waschbären. Und es ist ein dritter Teil angekündigt für das Jahr 2023 und wir gucken uns jetzt den Trailer an. Es geht los. Hat die goldene Lady Adam, hear me. Aus dem zweiten Teil. Da ist er ja, Rocket, jawohl. Interessantes Raumschiff. Sylvester Stallone ist wieder dabei. Marvel Studios. Wow. Ich glaube, die sind ganz schön angefressen, die Damen. Es geht also um diese geheimnisvolle Spezies. Nur weil Rocket diese Batterien geklaut hat? Oder ist es einfach nur Volume 3 am 3. Jetzt habe ich es nicht richtig. 5. Mai oder 3. Mai 2023. Ja, cool. Kurz und knackig. Also, ich glaube, der dritte Teil spielt chronologisch gesehen nach Avengers Endgame. Das bedeutet, in diesem Film ist Thanos besiegt. Aber die Spezies der Goldenen, ich weiß nicht, wie die heißen, Die interessiert es anscheinend gar nicht, dass ja die Guardians of the Galaxy mitunter mit den anderen Avengers das ganze Universum gerettet haben. Ich habe gelesen, dass auch in dem Guardians of Galaxy 3 erstens, dass das der Abschluss sein soll und zweitens auch die Herkunft von Rocket geklärt wird oder gezeigt wird. Sind wir mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann, bleibt neugierig und keep Supernova Ende and out.